Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Murat Demir, bin IFBB Men's Physique Pro. Wie ich dazu gekommen bin, so gehen wir auch schon mal ins Thema rein. Ich bin in der Classic Bodybuilding groß geworden. Also ich habe Classic Bodybuilding Wettkämpfe gemacht, national und dann international. Hab da einige Titel eingeheimst, wie Europameister und Gesamtsieg, Mr. Olympia, Amateure. Dann dritten Platz bei der Arnold Classic gemacht und mehrere Zweit- und Drittplatzierungen bei der Weltmeisterschaft und einige Grand Prix-Siege. Dann war es soweit irgendwann, dass ich in die Pro-Klasse rein wollte. So, ja. Irgendwann kam die Men's Physique-Klasse. Die Klasse habe ich mir erstmal ein bisschen kritisch angeschaut. Mir haben persönlich die Ausrüstung nicht so gut gefallen, weil ich in der Classic Bodybuilding Sparte mit den Beinen, mit der Linie und mit der Kür bzw. mit der Präsentation immer schön gepunktet habe. Da waren dann zwei Sachen weg, also Beine und die gute Präsentation, und blieb nur noch die Linie übrig. Und dann habe ich mich dazu doch noch breitkloppen lassen, habe gesagt, okay, es ist sehr, sehr ansehnlich, sehr viele Athleten aus Deutschland und im Ganzen, also in Europa, die wollen ganz gerne den Einstieg einmal auf der Bühne machen, und da haben die meisten sich für Men's Physique entschieden. Also wir haben das ja letztes Jahr schon bei Colon Beach gesehen, also es hat schon aus allen Nähten geplatzt, und dieses Jahr habe ich schon mitgekriegt, dass Anmeldeschluss schon ist, also es kann sich keiner mehr anmelden. Ich hatte da ordentlich die Werbetrommel gerührt, aber vergebens, also darf sich keiner mehr anmelden. Hier sind 22 Leute in der Men's Physique. Wow. Hat. Bei der Men's Physique wird nicht gewogen, also ihr müsst nicht auf die Waage, so wie ich damals bei Classic Bodybuilding. Da war ja ein Limit gesetzt, und wenn ihr der Meinung seid, dass die Form dementsprechend gut ist für die Men's Physique, ihr habt eine schöne schmale Taille, ausladende Schultern, schöne Defi drin, da könnt ihr ruhig bis eine Woche vorher eure Supplements, was ihr aufnimmt, aufnehmen, und da sollte auch Kreatin nicht unbedingt fehlen, weil die meisten auch auf rotes Fleisch zum Beispiel verzichten und jegliche Kreatinvorkommen in der Ernährung gar nicht aufnehmen. Und Kreatin ist sehr, sehr wichtig, dass man auch in der letzten Woche, in den letzten Wochen auch kraftvoll trainieren kann. Deswegen sollte man auch mit Kreatin arbeiten, allerdings. Ja, und wohlfühlen, einfach nur Spaß haben und dann den Fuß so hinstellen und seitlich. Manche stellen sich so hin, wie ich gerade gesagt habe, aber man muss sich schon seitlich hinstellen, damit man halt schön die seitlichen Bauchmuskeln sehen kann. Noch ein Tipp, wenn ihr eure Füße nicht gerade hinstellt, sondern etwas, also wenn ihr so steht, etwas so steht, und dann euch dreht, sieht eure Taille gleich um einige Zentimeter schmaler aus. Ist nur ein Tipp. Ja, also so ganz leicht, nicht so komplett wie der Exorzist, komplett so drehen, so, aber so ganz leicht, und dann so drehen und dann Luft raus. Drehe ich einmal um, auch mal Rückensicht. Genau, post ruhig, also so wie du das machst. Genau, zum Publikum jetzt, da sitzen die vorne. Zu denen, ja. Damit die mal sehen. Sauber. Okay, weiter. Super. Luft raus. Ja. Also hier kann man das auch sehen. Hier ist der Kollege schon fast komplett fertig. Das heißt, der sieht schön fleischig noch aus, ja, also Rücken schön tief, so muss das sein. Ist ja auch klar, hier muss noch ein bisschen Wasser raus, das ist unser Thema gleich. Ansonsten, so sollte halt ein Men's Physique Athlet sein. Auch hier behaupte ich, selbst wenn er jetzt noch 2-3 Kilo mehr hätte, weil er auch 1,83 groß ist, würde das immer noch sehr, sehr athletisch aussehen und würde es immer noch in die Klasse sehr, sehr gut reinpassen. Also wir wollen schon, wie Pierre das gesagt hat, wir wollen schon auch Muskeln sehen. Entwässern heißt, dass man noch mehr Wasser trinken sollte, Montag. Ich gehe mal das der Reihe nach durch, und
bei jedem ist es individuell natürlich. Wenn jemand 1,95 groß ist und 110 Kilo wiegt, sollte er halt meine Werte ein bisschen hochpimpen. Und wenn jemand halt 60 Kilo wiegt, und der sollte das ein bisschen runterpimpen. Aber im Allgemeinen ist das schon so korrekt und es kommt auch meistens hin. Nehmt eure eigenen Handtücher mit, nicht nur eins. Nehmt mehrere mit. Nehmt Badelatschen mit. Läuft nicht überall da halt barfuß rum. Das Wichtigste, nehmt eure Boardshorts mit. Nehmt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt sogar zwei mit. Hat jemand schon die Hose oder wo gibt's die? Also die kann man entweder bei Amazon bestellen oder bei diesen Surfer-Shops, wo sie die Surfbretter und so weiter verkaufen, kann man die auch kaufen. Und verschiedene Sportgeschäfte wie Karstadt Sport oder so. Geht lieber hin, probiert das an und wenn ihr bei Amazon bestellt, dann bestellt lieber zwei, drei mehr, damit ihr das mal anprobiert und danach das wieder wegschickt, weil solche Bollermänner sehen echt scheiße aus und die hautengen Dinger, die fast schon hier wie Stretchhosen, sehen auch nicht cool aus. Am besten so die goldene Mitte, ganz wichtig ist, die müssen knielang sein. Ich habe schon bei welchen gesehen, die sind dann nur bis hierhin, damit man schön die Tränenmuskeln sieht. Gibt Minuspunkte, Leute. Also Kniescheibe rein. Das wäre schön. Also nur mit Solarium und dann auf die Bühne gehen, das hat man in Colon Beach auch schon gesehen. Oh, Leute, auch wenn ihr braun seid. Ja, ich bin auch ein Südländer. Ich nehme an, dass ich auch brauner bin als ein Nordeuropäer. Allerdings habe ich auch diesen Fehler gemacht, dass ich, also jetzt gar nicht, aber mit einer Schicht Farbe. Manchmal reicht es, manchmal nicht. Also in Amerika sah ich aus wie ein Geist. Handelsübliches Spray-Tanning, wie es auch beim Colon Beach dann zu sehen sein wird. Wie fühlt sich das an? Geil. Ja, eigentlich richtig schön, erfrischend. Wenn man zwei braucht, kriegt man auch zwei. So, jetzt sehen wir hier den Unterschied. Einmal Natur und einmal braun. Würdest du so dann ins Schwimmbad gehen oder? Wie bitte? Würdest du so dann auch ins Schwimmbad gehen als? Wahrscheinlich nicht, nein. Nee, aber wo würdest du sagen, wo kommt das besser raus? Doch, auf jeden Fall links. Also sieht schon richtig schön aus. Richtig braun. Besser als Solarium. Okay. Ist klar, Kaugummi geht gar nicht. Das muss so rausspucken. Und im Gesicht bist du sehr starr. Ja, also du konzentrierst dich viel zu sehr auf dein Posing. Dieses Posen musst du voll drauf haben. Hast du ja auch so drauf. Allerdings, du stehst mir einfach zu eng hier mit deinen Armen. Also das musst du schon ruhig bisschen nach hinten beugen. Mach nochmal die Rückenpose. Nach hinten beugen leicht. Ja, so muss das sein. Okay, alles klar. Arbeite an dein Lächeln, ne? So, lächeln alle Jungs. Komm. Vielen Dank zur Seite. Doch, ja, warum ja. Hast du den Vergleich verschlagen? Also, so, ja. Nach hinten. Also Rücken zeigen. Und hier sind wir zur Seite. So, du musst das ist gleich in die Pose, du musst ja zur Seite stehen. Ja, und nach vorne schauen. Und lächeln, Jungs, lächeln, komm! Du musst gucken, du stehst weiter zurück wie die anderen Jungs, das ist zurück, vorne steht vom Verdächtigen. Okay. Dein Eindruck vom Workshop mit dem Lächeln? Ja, war super informativ auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja. Hat auf jeden Fall geholfen. Viel gelernt, der Murat hat das top gemacht und gut durchstrukturiert, sind gut mit der Zeit durchgekommen, perfekt. Dein Feedback zum Workshop heute? Sehr informativ, ich konnte einiges mitnehmen und ich freue mich auf den Wettkampf. So, und dein Eindruck vom Workshop mit den Jungs heute? Ja, top, spitze, also ich bin mir sicher, dass wir hier den ein oder anderen Sieger haben werden, also bei Colon Beach. Einige haben noch natürlich Arbeit vor sich,
was Präsentation angeht. In Form sind sie, also 2 Wochen vorher sollte man schon so aussehen. Und deshalb, also ich hoffe, dass sie sich das eingeprägt haben. Einige haben sich das notiert. Und jetzt ab nach Hause und ins Gym und erstmal ordentlich Cardio machen, Jungs.